Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe BMW-Freunde. Ich glaube, ich habe hier echt einen Leckerbissen stehen. Ich habe nämlich hier einen BMW Alpina 6,0. Wie heißt der? B12 6,0. BMW Alpina B12 6,0. Ich kenne mich mit BMW echt nicht aus, muss ich ehrlich gestehen. Aber von diesem Auto wurden, glaube ich, 88 Autos gebaut. Und hier habe ich so eine edle Urkunde von Alpina. Dieses Auto ist Nummer 64, Produktionsnummer 64, mit allen Daten zu dem Auto. Der Wagen hat mal 180.000 Euro gekostet. Hier ist ein Scheckheft, also er ist Scheckheft gepflegt, alles nur bis 2015. Hat 173.000 Kilometer runter. Und er wurde gepflegt bis, also er hatte Kilometer runter 2013, 167.000. Jetzt hat er 173.000. Das ist sehr wenig. Kommt aus einer Sammlung, aus einer großen Sammlung aus Nordrhein-Westfalen. Den Sammler kenne ich sehr gut. Der hat ab und zu verkauft er mal Autos. Hat zumeist Autos, die sehr in einem sehr guten Zustand sind. Dieses Auto hier steht top da. Ja, das ist hat natürlich richtig Dampf, das Ding. Es gibt hier einen Ordner mit ganz vielen Rechnungen und Investitionen, die getätigt wurden. Ich pack das mal kurz alles weg hier. Und Typ kriegt er neu, wenn er ausgeliefert wird. Der Wagen hat, ich weiß nicht, wie viel Vorbesitzer er hat. Es tut mir leid. Muss ich den Eigentümer anrufen? Kann ich nicht rausbekommen? Komm, wir gucken uns mal das Auto an. Wir gucken mal, was hier steht, damit man einen Eindruck bekommt. Das ist eine Riesenfelge. Ich weiß gar nicht, das sind 21 Zoll oder was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. 20. Also, 20 Zoll Felgen. Und die natürlich richtig fett aussehen. An dem ist nichts auszusetzen hier. So, gucken wir mal in den Kofferraum rein. Hier. Also sieht auch alles ordentlich und gepflegt aus. Hier sind noch ein bisschen Unterlagen zu dem Auto, ein paar Ersatzteile, noch hier Kleinigkeiten. Und hat auch hier nichts, ne? Also ist alles picobello und ist auch ganz, ich glaube, eine enge Tür wurde mal lackiert oder so, aber es ist ganz viel Erstlack dabei. Und so, zack, so soll es sein. Schön, auch diese Seite hier, alles sehr ordentlich, keine Kratzer, keine Beulen. Schiebedach hat er. Und wir müssen uns natürlich den Motor anschauen, weil das ist natürlich. So, jetzt gucken wir mal rein hier in die Monstermaschine. Da ist der Motor. Alpina 6,0. Ich glaube, das ist echt fett. Und von innen ist er auch vor allen Dingen richtig cool. Also das ist eine sehr besondere Ausstattung. Gucken wir uns mal an hier. Guck mal, blau, meine Lieblingsfarbe. Das ist ja schön. Hier, siehst du? Ja, das muss man mögen, ne? Klar, da sagen einige, oh Gott, was ist das denn? Und andere sagen, ja, cool, finde ich super. Hier mit dem Alpina-Logo im Sitz. Also, das ist alles ordentlich und gepflegt, muss man wirklich sagen. Hier noch, wie damals war, hier mit dem Telefon. Hier ist ein Doppeltelefon sogar. Guck mal, hier ist noch ein Nokia, was ist eine 5210 oder so hier. Geil, mein erstes Handy. Geiles Ding. Sag mal hier, wie geht denn das raus? Muss doch irgendwie so gehen. Egal. Gut, ich würde sagen, ich fahre hier mal. Wir drehen mal eine Runde, gucken mal, wie so ein Ding läuft. Okay? Thomas? Okay, machen wir. Komm, geht los.
funktioniert, fährt gut. Ich bin den auch tatsächlich gefahren, als ich ihn gekriegt habe, mal einen Tag. Habe dann nichts festgestellt, was nicht geht. Also insofern alles gut. Und wenn Sie Lust auf so ein Auto haben, rufen Sie mich an. Ein Auto steht bei mir, wird dem Kundenauftrag verkauft. Und ja, kann man sich mal was ganz Besonderes kaufen, wovon es echt nur unter 100 Stück gibt. Also das ist schon was. Ich fahre immer wieder in die Halle, bevor es anfängt zu regnen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn Sie meine Videos auf YouTube abonnieren. Und dann kriegt man solche Autos immer als erstes. Ja? Hier der Spiegel, der muss man neu, der sieht nicht so gut aus. Da muss man mal ein bisschen mal. Cool. In diesem Sinne, danke und Wetzlar Automobile. Ich fahre jetzt rückwärts, nämlich da hinten hin. Tschüss.